den Feinden aus dem Innern die Erlösung sein. Wenn man die Lichter etwas anders stellt, ist diese Flucht nur ein Vermeiden von uns selbst. Und ganz egal, wie schnell man sich bewegt, da ist doch immer auch ein Schatten auf dem Rücken, den man mit sich trägt. Erst wenn die Farben verschwinden, sind es die Graustufen, die den Fleck mit Inhalt erfüllen. Und diese Schmerzen kommen nicht aus der Welt. Es ist das Bild der eigenen Unzulänglichkeit, das sie am Leben hält. Nimm nur das Ibuprofen, wenn wir an eigenen Erwartungen vergehen. Und wenn ich von uns spreche, meine ich auch zerrissenes Selbst. Die Verhöre waren echt, die Verhandlung gestellt. Bis der Zerfall uns von den Beinen stößt, ist einer von uns beiden aufgelöst. Scheinen grenzenlos. Wenn man dort unten eine Zuflucht findet, klettert man nie wieder hoch. Verhelfen Geiseln zur Flucht, haben selbst nach einer Richtung gesucht. Und auch wenn wir die nie gefunden haben, ist es okay, denn vielleicht ging es ja immer um den Weg. Während wir weiter atmen, teilen sich Zellen. Wenn wir nur weitermachen, checkt es sich vielleicht von selbst. Und jede dieser Fasern strebt nach etwas, das Bedeutung trägt. Halt dich nur fest, was dich verlässt, ist die Erwartung an irgendein Fest. Doch niemals diese Nahtung spüren. Vielleicht liegt es im Akzeptieren. Halt dich nur fest, was dich verlässt, ist die Erwartung an irgendein Fest. Wir sollten diese letzten Sätze teilen. Lass die Versöhnung mit den Feinden aus dem Innern die Erlösung sein. Wenn man die Lichter etwas anders stellt, ist jede Flucht nur ein Vermeiden von uns selbst. Und vielleicht gilt es zu akzeptieren, dass wir uns niemals wirklich angekommen fühlen. Und vielleicht verlieren wir immer.